ich habe 9 Gold zu wenig. Ihr wollt mich doch rollen. Das Spiel will mich trollen. Das Spiel maximal trollen will es mich. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Stationeers im neuen Spoiler-Alert-Update. Meine lieben Freunde, Lebensmittel vergammeln jetzt. Das ist die große Neuerung. Und ich habe nochmal nachgelesen, ja. Ich habe nochmal nachgelesen, was noch so Neues im Update. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir Stationeers wieder weiterspielen und dass wir uns auch die neuen Updates anschauen von Stationeers, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne mal in die komplette Playlist rein, die sich rechts oben oder auch am Ende des Videos verlinkt befindet. Es gibt noch etwas Neues und zwar den Heater. Heat Exchanger, genau. Der ist neu. Und den kann ich machen. Gold und Stahl brauche ich dafür, wie wir sehen können. Und ich druck den jetzt einfach mal. Das ist quasi ein Heizkörper. Also wir haben ja hier in der Regel eigentlich nicht das Problem, dass es hier zu kalt ist. Ja. Eigentlich normalerweise nicht. Gib mir mal hier, nur mal schnell hier die Platine mal wegnehmen hier, so. Eigentlich haben wir normalerweise nicht das Problem, dass es zu heiß ist. Aber das wäre halt ein großer Heizkörper. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welcher Situation ich einen großen Heizkörper brauche. Keine Ahnung. Und ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, was macht der eigentlich genau? Also heizt der auch? Oder ist es im Grunde so eine Art... Ja, eine Heizung eigentlich. Ich baue das jetzt einfach mal hier hin. Ich lese mal nach. Ich lese mal schnell nach, ja. Heat Exchanger. Liquid plus Gas. Gas und Liquid. Was habe ich denn jetzt davon gebaut? Habe jetzt gar nicht hingeguckt. Was ist es denn bei Liquid? Die originalen Specs für die N-Serie Flow P Heat Exchanger wurden gerüchteweise zurück auf einen Burger. Auf ein Burger-Rezept von einem gelangweilten Sinotai-Designer, der zu einem brasilianischen Space-Elevator raufgefahren ist. Das klingt irgendwie komisch. Aber warte, das will ich gar nicht wissen. Warte mal. Ein passives System. Es gleicht den Druck aus im individuellen Network. Okay, ich check's irgendwie nicht so ganz. Was macht das? Also ich habe es jetzt so verstanden, dass es sich dabei um einen Heizkörper handelt. So ähnlich wie unsere Ölheizungen. Ja, oder auch Gasheizungen. Es geht halt was Heißes rein und geht halt wieder raus. Und geht halt zum nächsten Heizdingens. Und da wird halt die Hitze dann von diesen Spiralen abgegeben. So ähnlich habe ich das verstanden. Aber was weiß ich schon, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so ist oder ob das einfach nicht vielleicht nur ein riesiger, wie heißen die nochmal? Radiator ist. Der vielleicht einfach das Ganze kühlen soll. Also, der vielleicht eher das, was im Inneren ist, kühlen soll, wenn ihr versteht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Ding auch neu. Kein Plan. Ich habe es übrigens nicht geschafft, offscreen Inconel herzustellen. Es wird niemanden überraschen. Ich nehme jetzt nochmal... Ich war ja farmen, ne? Genau, ich war farmen. War ich. Ich mache jetzt nochmal Stahl. Ich mache den jetzt einfach... Ich hole nochmal, genau. Ich mache den jetzt hier. Warte mal, ich muss nur das Werkzeug weglegen. Das ist Chaos. Absolutes Chaos. Cycle to... Genau. Ah, ich muss... Helm zu machen. Schön erstmal mit offenem Helm ins Vakuum rein, in die Vakuumkammer. Oh, meine lieben Freunde, jetzt geht wieder die lustige, launige Episode los. Spielbär produziert Legierungen. Hervorragend. Okay, jetzt will ich erstmal gucken, wenn das vielleicht noch geht mit Stahl. Muss ich mal schnell schauen. Was ist denn Stahl nochmal? Was bräuchte ich denn dafür nochmal? Für Temperaturen. Stil. Ingot. Weil für Inconel braucht man ja Stil. 900 bis 100k. 1 MPA bis 100 MPA. Haben wir das zufällig noch? Ja, haben wir noch. Ist alles noch im Bereich des Möglichen. Dann lasst es uns tun.
Sind die eigentlich zugedreht, die Ventile? So, jetzt habe ich wieder das alte Problem. Was muss ich jetzt tun, um die Temperatur zu erhöhen? Was muss da jetzt rein? Ah, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ich habe es schon wieder vergessen. Was kommt eigentlich gerade rein? Ich glaube gar nichts, oder? Und was war nochmal Input 1 und Input 2? Scheiße. Okay, ich lasse nochmal den Druck ein bisschen raus. Ich mache nochmal den Output auf jetzt. Achtung. Wir lassen den Druck mal ein bisschen ab. Temperatur bleibt ja weitgehend gleich. Und dann mache ich nochmal den Input auf. Und dann lassen wir nochmal Gas rein. Was war denn das nochmal, was die Temperatur erhöht? Oder war das das Wassereis? Das Nitrogen? Das ist so kompliziert. Jetzt weiß ich wieder, warum das immer so lange gedauert hat. Ich hatte es schon wieder vergessen. Ich dachte so, ach ja, Gase einfüllen ist doch einfach. Ja, von wegen. Okay. Soll ich mal den Input aufmachen? Ich speichere vielleicht lieber nochmal vorher. Oh, wobei, ich habe ja eigentlich gerade erst geladen. Eigentlich muss ich nicht unbedingt speichern. Ich mache das jetzt einfach hier. Famous Last Words. So. Lass uns mal ordentlich reindengeln. Der zündet ja dann automatisch. Glaube ich. Mach ich auf. Wenn eine bestimmte, also so, ihr habt mir das irgendwie so erklärt, wenn eine bestimmte Menge an Gasgemisch da ist, wird automatisch eine Zündung ausgelöst irgendwie. Da muss ich gar nicht drücken. Das kann ich machen, vorher schon, aber das muss ich nicht unbedingt machen. Kommt da auch was rein? Output 650. Gemisch ist eingestellt. Ist jetzt die Frage, haben wir überhaupt noch Gas? Oder habe ich schon alles verfeuert? Vielleicht sind die Behälter unten auch leer. Warte mal, ich kann ja gucken. Ich habe doch den Atmosphären-Dings. Hier, warte mal. Mach mal da den Atmo-Analyzer rein. Pipe Network not available. Hier ist was drauf. 6,5, 3,5. Wieso ist hier nichts? Achso, ich sollte die Sachen auch anmachen, ne? Glaube ich. Ach ja, das war ja das. So und so. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Not available, hä? Es kann natürlich jetzt sein, dass wir hier jetzt insofern ein Problem haben, weil das ja jetzt das neue Update ist, ne? Ich mache nochmal an und nochmal aus. Vielleicht hilft das ja. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass es daran liegt. Weil warum steht da not available? Das heißt ja, dass das Pipe Network eigentlich leer ist. Jetzt steht da... Vielleicht muss ich das nochmal neu anschließen. Vielleicht ist es das... Okay, warte mal. Ja, hier sehen wir ja auch die Eigenschaften von dem Ding. Aber O2 geht weiter rein. H2 geht auch rein. Also eigentlich... Temperatur fällt aber immer noch. Aber es werden Dinge eingefüllt, auf jeden Fall. Es wird mehr Gas reingefüllt. Es entsteht mehr Gas. Also es wird mehr halt, es sammelt sich halt. Aber was da noch alles drin ist, schon ganz schön krass. Ich zünd jetzt mal. Hohoho, zumachen. Schnell. Kann ich jetzt Stahl machen? Ja, ich kann Stahl machen. Schnell den Hebel ziehen. Ah, alles ausmachen. Alles anhalten. Stopp. Nicht mehr weitermachen. Hä, aber warum... Jetzt ist was drin. Hä? Warum war jetzt gerade so lange nichts drin? Ich verstehe es nicht. Vielleicht habe ich auch aus Versehen den Raum ausgewählt und nicht das Rohr. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal das. So. Für Inconel. Muss ich jetzt nochmal nachgucken. Was brauchen wir jetzt für Inconel? Das war doch dieses Inconel. Inconel. Gold, Stahl und Nickel. 0,5. Okay, die Hälfte jeweils von der Goldmenge in Nickel und Stahl. Okay, also warte. Also wenn wir einmal Stahl drin haben, dann 0,5 Nickel. Also bei 50 Stahl, wir haben jetzt 50 Stahl gemacht,
müssen wir 25 Einheiten Nickel und Gold reinmachen. Okay, brauche ich Kobalt jetzt. Das wollte ich gar nicht nehmen. Stech das mal weg. So. Also wir haben... Ah ne, wir haben ja 200 Gramm Stahl. Ja, wie ist denn das eigentlich? Gramm und... Also zählt ein Gramm als eine Einheit Erz? Oder wie ist das eigentlich? Wir haben gar nicht genug. Guck mal. Wir brauchen noch... Wenn wir die Hälfte... Also wenn das... Wenn die Grammanzahl die Menge an Einheiten ist, im Vergleich zum Erz, dann brauchen wir ja noch 100. Weil wir müssen ja dann die Hälfte machen. Da brauchen wir ja 100 Einheiten Kupfer. Und 100 Einheiten Nickel auch. Also müssen wir nochmal farmen gehen. Nicht Kupfer, ich meine natürlich Gold, warte mal. Ja, guck mal, wir haben 58, genau. War Inconel jetzt überhaupt das, was ich brauche? Ist eigentlich da der Druck so kritisch immer noch? Ach, ich lasse den jetzt so. Ich schalt einfach ab. Ich schalte einfach die Überwachungsanlage ab. So macht Homer Simpson das auch immer. Und dann passt das. Wenn der Alarm nicht ertönt, ist alles gut. Dann ist ja im Grunde nichts passiert eigentlich. Ja, so macht das der Homer. Oder er schüttet Wasser über die Konsole. Ich schütte einfach Wasser über den heißen Lichtbogenofen. Kann man doch mal machen. Okay, raus, solange es noch hell draußen ist. Vielleicht sollte ich den... Ja, scheiße, jetzt nehme ich den Stahlbarren. Egal, ich packe den einfach ins Inventar. Nein, jetzt wird es ja wieder dunkel. Oh Mann. Hab ich nicht sicher noch irgendwo vielleicht... Ich kann ja auch Barren nehmen zum Verschmelzen. Warte mal. Wie viel haben wir denn hier noch überall so drin? Guck mal, hier haben wir nämlich Nickel 12 Gramm. 45 Gramm. Gold 62 Gramm. Wir haben nicht genug Nickel, wie es aussieht. So oder so. Warte mal, 12, 45 sind ja... Obwohl. Ich will das jetzt auch nicht alles verbrauchen, was ich da in Barrenform rumliegen habe. Ich prüfe jetzt nochmal, ob das wirklich Inconel war. Ich bin mir jetzt... Selbst da bin ich mir jetzt nicht mehr genau sicher. Wir wollten das Landing Pad machen. So. Landing Pad. So. Und das braucht... Hä? Nee, Moment, wir wollten irgendwas anderes machen. Für was brauchten wir denn jetzt nochmal diese Spezialressource? Was war denn das jetzt nochmal? Was wollte ich in der letzten Folge machen? Was habe ich gesagt? Irgendwas mit einer Rakete oder so. Hier, Launchpad, genau. Ach nee, genau, nee, Landingpad war... Ja, ach Gott. Landingpad ist das für die Händler, was wir schon gebaut haben. Launchpad ist das, was ich brauche. Ja, Inconel, genau, da ist es doch. Mein Gott, Spielwehr, hast du wieder dich richtig schön verkockt hier. Wir wollen ja nicht starten, also wir wollen nicht landen, wir wollen ja starten. Gott. Okay, also 25 Gramm Inconel. Das kann doch nicht so schwer sein. Verdammt. Ich hole jetzt hier mal das Nickel raus aus der Anlage. Hasteleus, Stellite... Solder, Nickel, genau. Gib mir mal das Nickel. So, stopp. Ist okay. Wie viel ist es denn jetzt insgesamt, wenn wir das nehmen und dann noch das, was noch nicht eingeschmolzen ist? Weil wenn das jetzt nämlich dann auch in Gramm ist, dann kann ich das vielleicht dann auch ein bisschen besser abstrahieren, wie viel ich dann jetzt eigentlich genau brauche von den ganzen Sachen. 45 plus 45 sind 90. Also brauchen wir noch 10, dann brauchen wir doch noch das eine, was da noch drin ist. Und dann hätten wir schon mal das Nickel. So, und da müssen wir noch 100 Gramm... Ich kann es ja einschmelzen, ja? Also noch mal insgesamt eine größere Menge Barren draus machen, dann habe ich es ja gleich als ein Barren. Das geht ja auch. Machen wir bitte auf. Wenn ihr versteht. Muss man hier den Schnodder wieder einräumen, glaube ich. Pack das mal da rein jetzt. Alles rein. Alles muss hier jetzt rein. Ich muss aufräumen. Ich habe gerade den innerlichen Drang aufzuräumen. Alle lachen. Alle glauben nicht, dass diese Aussage von mir kommt. Alle halten mich für verrückt und durchgeknallt. Alle wissen, dass ich verrückt und durchgeknallt bin, meine ich natürlich. So, schmeiß mal jetzt hier alles raus. Oder sagen wir es mal so. Schmeiß zumindest mal so viel raus, bis wir beim Gold und beim Nickel angekommen sind. Das ist, glaube ich, da was... Ja, stopp, reicht. Gold, 69 Gramm, das brauchen wir. Und Nickel. 12 Gramm, genau.
Ich lasse das jetzt da liegen erstmal. Alles. Das müssen wir ja dann eh neu einräumen. 69 Gramm Gold. Und wir hatten ja noch 50 im Schrank. Richtig? Genau. Eieieiei. Das ist halt echt eine mega krasse Wissenschaft einfach, ja? Nicht mal eben so hier. Und hast du nicht gesehen. Und ich mach mal schnell eben. Und fertig ist die Wurst. Kannst du knicken. Aber sowas von. Ich muss mir, glaube ich, das Erz mal in die Schuhe stecken. So, warte, genau. Jetzt schmeißt mal das ganze Nickel einfach mal in den Ofen rein. Der hat ja noch ordentlich Bums drauf. Mach das mal an. So, und schmeißt mal jetzt das Rohnickel rein. In Gott, genau. So, wenn ich den Barren da reinschmeiße, dann wird der mit dazu gerechnet. Genau. Dann wird der mit dazu gerechnet. Aber wie mache ich denn das, wenn ich jetzt nur... Wenn ich jetzt... Weil jetzt, wenn ich jetzt reinpacke, dann ist eh nicht genug, sehe ich gerade. 99, okay. 99 Nickelbarren. Toll. Daher kam die Inspiration, also. Haben wir das auch mal geklärt. Okay, 50 Gramm davon. Wenn wir jetzt... Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie in Stirb langsam 3 mit diesem blöden, Galonenrätsel da. Wenn ich 8 dazufüge zu dem Goldbarren, den ich jetzt im Dings habe, dann sind das 78 Gramm. Wenn ich dazu dann... Ja, dann habe ich ja... 100, dann habe ich ja... Nee, dann... Ach nee, scheiße. Aber ich kann ja... Ich kann das ja dosieren jetzt. Ich kann aus dem 100 Gramm Barren... aus dem 69 Gramm Barren, wenn ich den jetzt da reinpacke, kann ich ja theoretisch einen 100 Gramm Barren machen. Genau, indem ich sage, lass das mal so durchschmelzen. Genau, so, jetzt habe ich 69 Gramm hier drin, richtig? Richtig. So, und jetzt nehme ich einfach von dem 50er, den kann ich ja noch teilen jetzt. Da kann ich ja sagen, das sind ja die Klumpen. Da kann ich ja sagen, split in half. So, ich muss 31 reinmachen. Also 5, so. 31. Und dann habe ich da... 100er Barren draus gemacht. Korrekt? Scheint so. Nice. Boah, ich kann so gut rechnen. Ich bin so gut. Guckt euch das an. So, und jetzt fehlt mir aber blöderweise einmal Nickel noch. So, also jetzt halt mal fest. Wir haben das jetzt komplett. Wir haben den Stahl, den ich jetzt auch gleich mal hier... Ich packe das jetzt alles mal so rein, wie es hier rein soll. Genau. Wir haben den Stahl. Ich packe jetzt alle Komponenten mal hin. Uns fehlt eigentlich nur noch... 1 Gramm Nickel. Das ist nicht euer Ernst. Das kann einfach nicht wahr sein. Habe ich nicht noch irgendwas in der Tasche? Nee, das ist ja hier Blei. Nochmal. Ich sage ja, das wird lustig, wenn ich Legierungen mache. Mach auf jetzt, komm. Habe ich eigentlich gerade aufgemacht, während die Atmosphäre abgesaugt hat, die Luftschleuse, und habe ich die Atmosphäre in den Vakuumraum reingelassen? Ich bin jetzt mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich in der Ungeduld jetzt alles zerstört habe. Ich stopfe jetzt einfach alles hier rein. War hier drin noch Nickel? Nee, war hier, ah ja, in der Autolatte. Die Autolatte ist ja auch in dem Raum drin. Aber da war, glaube ich, auch kein Nickel mehr drin. Scheiße. Vielleicht irgendwas schreddern, was da Nickel enthält. Was Nickel freigeben könnte. Ich werde ja wohl in der Lage sein, eine Einheit Nickel zu finden, wenn ich jetzt gleich rausgehe. Aus dem Ding hier. Ja, da könnt ihr mal sehen, was man hier in diesem Spiel für brennende Reifen durchspringen muss. Durchstoßen, muss man ja fast sagen. Wenn es darum geht, einfach nur mal eine Legierung zu machen, die man braucht. Wir reden hier von einer Legierung. Wir reden nicht irgendwie von mehreren. Wir reden von einer Legierung. Einer Legierung. Von einer einzigen. So, jetzt merke ich mir mal, in welche Richtung muss ich rennen, wenn... Wenn es eng wird, ich muss rennen in Richtung 81. Wo ist mein Bohrer eigentlich? Gib ihn mir. Nickel wird gebraucht. Ich hätte vielleicht nochmal meine Lampenbatterie aufladen sollen, ne? Ne, jetzt vergessen. Von hier sehe ich die Base ja auch noch.
Halbwegs zumindest. Hier haben wir Kohle und das brauchen wir erstmal nicht. Es gibt wohl auch irgendeine Möglichkeit, dass er, also die Barren voneinander irgendwie nochmal zu trennen oder zu unterteilen. Ich glaube, es ist tatsächlich der Sorter. Oder Stacker. Einer von beiden. Sorter oder Stacker. Fragt mich nicht, welcher das jetzt ist. Sorter kann es, glaube ich, nicht sein. Ich glaube, bei Sorter ging es nur um eine Teilung. Scheiße. Aber die Sonne geht jetzt auf. Da können wir wenigstens wieder was sehen. Warum kann ich nicht einfach jetzt über Nickel stolpern? Mal einfach so. Mal ganz schnell. Um die Sache etwas abzukürzen zum Beispiel. Hier haben wir Gase. Das brauchen wir erstmal nicht. Beziehungsweise ja, ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Vielleicht brauchen wir es demnächst mal wieder. Da muss ich auch mal wieder eine größere Farming-Tour unternehmen. Was haben wir hier? Kupfer. Das brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Kupfer. Das brauchen wir nicht. Und ja, ich kann schon hören, wie ihr sagt, nimm doch das Kupfer auch mit. Du brauchst es wahrscheinlich dann als nächstes sowieso. Ja, ich verstehe das. Bloß das Problem ist, es dauert, das abzufarmen. Und ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit farmen. Ich will jetzt eigentlich gezielt das holen, was ich brauche und das dann schnell mal mit der Legierung machen. Und mir dann mal dieses Pad bauen, weil dann können wir nämlich auch endlich mal die ganzen Raumschiffsachen mal machen. Das wäre doch mal ganz nice. Da gibt es nämlich noch voll viel, was man noch machen kann. So, jetzt sehe ich hier ein bisschen mehr Rad. Weil das noch ganz schön blendig ist. Das ist ganz schön verblendet hier. Kohle, Eisen, da hinten glitzert was. Was ist das? Das war, glaube ich, Silber. Wenn das jetzt das ist, was ich denke, was es ist. Nee, Gold, warte mal. Das nehmen wir jetzt mal mit, tatsächlich. Weil Gold ist schon... Aber ich glaube, das ist hier auch alles schon wieder nachgespawnt. Shit, you know. Das kommt mir gerade irgendwie so vor, als hätte ich hier schon gefarmt. Ich glaube, der setzt das auch manchmal einfach zurück, die nach einer gewissen Zeit die Rohstoffquellen. Damit du halt einfach sicher sein kannst, dass du immer auch genug hast. Sonst, ja, irgendwann wüsstest du ja Kilometer weit weg, wenn du Zeug brauchst. Lustigerweise fällt mir auch gerade ein, dass ich gar nicht mehr genau weiß, wie Nickel im Boden eigentlich ausgesehen hat. Es war, glaube ich, so eine rostfarbene Ressource tatsächlich. So ein bisschen rostmäßig, wie als wenn Rost im Boden steckt. Das hier ist wieder Kupfer. Wieder Gold. Jetzt stolper ich über eine Goldquelle. Über eine Goldquelle nach der anderen, genau. Manometer, das kann doch einfach nicht sein, dass ich hier keinen Nickel finde. Was ist das hier? Blei. Ach ja. Da ist nochmal Blei. Jetzt finde ich haufenweise Blei. Ratet mal, was ich finden werde, wenn ich nach Blei suche. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was ich finde, wenn ich nach Blei suche. Und ja, ich weiß, es gibt irgendwie so einen komischen Erz... Ja, Scanner für das Tablet irgendwie, aber das Problem daran ist, das Ding zu lesen... Ah, da ist es! Ich hab... Nickel! Ich brauche gar nicht viel. Ist wahrscheinlich eh nur ein Klumpen hier, wenn ich mir diese Quelle so angucke. Manchmal steckt da einfach nur so ein Stein einfach irgendwo und dann war's das schon wieder. Guck mal, das ist wirklich so. I shit you not. Okay, ich kann gleich wieder rausgehen. Das war's schon. So, jetzt dran denken, ich muss nur einmal Nickel einschmelzen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie die ganze Ladung da reinpacke und dann stelle ich fest, oh, wir haben nur noch zwei Striche bei der Batterie. Vielleicht haben die im Update auch so ein paar Stromverbrauchsparameter angepasst. Dass bestimmte Sachen jetzt vielleicht einfach mehr Strom verbrauchen. Zur Not muss ich halt mal ein paar Lichter ausmachen. Ich meine, ich habe ja mein personelles Licht, habe ich ja theoretisch immer dabei eigentlich. Also ich muss hier lang. Schnell rein. Jetzt muss ich mal gucken, ob das Vakuum hier drin eigentlich noch intakt ist oder ob ich das jetzt irgendwie aus Versehen überschrieben hatte. Ich weiß nicht, ich bin mir selber nicht mehr ganz... Nil, okay, nee, wenn da noch Nil steht, dann haben wir da immer noch Vakuum. Okay, also, gib mir Nickel. So, und jetzt rein erstmal mit den Barren. Nicht den Bohrer jetzt da rein. Mach den Mining Belt auf, schieb den Bohrer da rein und jetzt erstmal Split One. So, das ist das, was wir gleich noch reinstecken. Nämlich genau jetzt. So, und jetzt genau 100
Gramm Nickel. Ich ziehe das Hebelchen. Nickel kommt raus. So, jetzt würde ich sagen, jetzt speichern wir erstmal. Weil jetzt besteht natürlich jederzeit das Risiko, dass Spielbär einen dummen Fehler macht und alles wieder auf Anfang gesetzt werden muss. Deswegen machen wir das jetzt mal. So. Und jetzt nehme ich erstmal den Stahl dahin. So, das dahin. Jetzt muss ich nochmal gucken bei Inconel. Welche Werte brauchen wir da jetzt? Wir brauchen 600k bis 100kk. Und 23,5 mpa bis 24. Oh, wir brauchen einen ganz engen Druckbereich nur. Okay. Wie sieht denn der Druckbereich gerade aus? 36. Okay. Also von der Temperatur würde es jetzt passen. Genau. Da sind wir genau drin. Aber ein bisschen zu viel Druck. Aber an sich nicht schlecht. Genau. Nee, warte mal. Ich sehe gerade, ich habe es falsch gemacht. Ich brauche 0,25 Stahl. Wieso bin ich jetzt ganze Zeit vom... Ich brauche doppelt so viel Gold, wie ich habe. Ich brauche 200 Gold. Aber gut, das ist ja egal. Warte, das können wir ja machen. Das ist ja okay. Ich kann ja das Gold nochmal reinpacken. So. Und wie viel Gold habe ich hier noch? 27. Ja, ich habe 9 Gold zu wenig. Ihr wollt mich doch rollen. Das Spiel will mich trollen. Das Spiel maximal trollen will es mich. Maximal trollen will es mich. Guckt euch das doch an. Das kann doch nicht echt sein. Das kann doch absolut nicht echt sein. La la la. Warte, warte, warte. Jetzt habe ich 150. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir lassen das mal kurz hier drin. Und das auch. Moment, jetzt muss ich mal nachschauen. Ich habe noch Gold in Form von Barren. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel festes Gold das ist in Form von Barren, dass ich nicht auch... Oh, ach so, das ist der Sturm. Oh Gott, ich dachte gerade schon, was zur Hölle ist denn jetzt los mit der Luftschleuse? Weil es genau in dem Moment losgegangen ist, wo die Luftschleuse... Ja, genau. Wir haben noch Gold, wir haben noch Gold. Guck mal, wir haben hier nichts mehr, genau. Und hier haben wir 160? Aber warte mal, hatten wir nicht gerade 40 noch irgendwie? 160 Gold. Ja, warte, das geht doch. Hol das mal raus. Dann machen wir einfach, dann füllen wir das nochmal rein und füllen den dann einfach auf. Auf die Menge. Stopp. Ich lass das jetzt hier liegen. Ah! Ja, genau. Alles schön im Weg liegen lassen. Wenn ein Notfall eintritt, dann einfach hängen bleiben dran. Ja, wie man hier den Sturm nicht mehr hört, weil es hier ein Vakuum hat. Ah, hier ist ja auch noch eine Vending Machine. Warte mal, hier müssen wir mal ausmachen. Das zieht ja auch Strom. Genau. Rein damit. Läuft. Ja. So, und jetzt, warte. Nein! Da, stopp! Nein, ich Blödmann! Da war ja schon das andere Gold drin. Nein! Jetzt habe ich 310! Ach Mann, ich hasse dieses Spiel. Ich lade das jetzt nochmal. Ich habe ja gespeichert. Space isn't as empty as it sounds. Ja, wie mein Gehirn. So, nochmal jetzt. Herrgott noch. 41, genau. So, das können wir ja hier eh knicken. Ich hole jetzt gleich direkt das andere. Ich gebe das jetzt nochmal aus und speichere das jetzt nochmal. Falls ich wieder zurücksetzen muss, wie gesagt. So, 200 Gold. Ja, das Problem ist jetzt halt, wir brauchen jetzt natürlich nur 100 Gramm Stahl, ne? Ich versuche jetzt mal Folgendes zu machen. Wenn ich den Stahl da jetzt reinpacke. Ah ne, das geht ja nicht. Er nimmt ja den, wenn ich den Hebel ziehe. Ich müsste jetzt... Warte mal, ich muss nochmal nachgucken, wie viel Stahl... Haben wir irgendwo einen 100er zufällig? Haben wir hier einen 100er drin? 410, okay. Eindeutig nicht. Es gibt doch diesen Stacker, oder nicht? Stacker. Ich baue jetzt diesen Stacker. Und an der Stelle endet wieder diese Folge Stationeers im Chaos wie immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Stationeers, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.